den Zwölfen zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Schicksalsklinge HD, was wir im letzten Video erneut durchgespielt haben zusammen, und wir sind dabei, uns aufzumachen hier nach Liskor, da wir da zwei Quests aktiv haben noch, also Nebenquests, vielleicht durch Zufall hier irgendwo das Totenschiff kriegen. Wir sind also hier von Torva im letzten Video hier rüber gereist Richtung Prem, vom Prem einmal hier rüber nach Yalsingor, wo wir gerade sind, und wollen jetzt nach Overton. Zack. Machen wir das auch direkt mal. Herberge Admiral. Wir haben uns hier noch nie richtig umgeschaut in Overton. Seltsam. Haben nicht eigentlich alle Städte uns angeschaut? Hübsch eigentlich hier, ne? Der Brücke drüber gehen. Achso, und ich wollte mal schauen bei den Einstellungen. Verschwimmeffekt beim Laufen, so ein Schwachsinn. Kampf-Action-Kamera, weiß ich auch nicht. Screen Space Ambient Occlusion. Nö, zu. Tiefen Unschärfe erst recht nicht. Genau, sollen wir mal die andere Musik machen? Wir spielen ja mit der Originalmusik. Damit spielen wir es aber eigentlich immer. Nehmen wir doch ruhig mal die andere. Die kenne ich so gut wie gar nicht. Ich spiele es eigentlich nicht damit. Also wahrscheinlich kenne ich kaum welche Lieder. Ich kenne, glaube ich, nur zwei von. Das, was im Torwall war, obwohl die ist schon sehr energisch. Ne? Weiß nicht, ob wir die haben wollen. Wir lassen sie mal kurz drin, schauen mal ein bisschen, so eine Zeit lang hören wir da mal rein. Betreten durch Berührung. Lebensenergieanzeige. Die Gesundheit vom eigenen. Boah, das nervt mich jetzt schon, das Gedösel da. Leiste. Beschreibung. Nach Regel. Sollen wir mal Beschreibung machen? Da sehen wir nicht mehr, sehen wir dann genau, wie viel die haben sie wahrscheinlich. Ne? Können wir eigentlich ruhig mal machen, wir sind sowieso durch. Kampfgeschwindigkeit. Dann hauen die halt schneller. Könnte man mal reinmachen. Warum nicht? Okay. Oh, und es ist viel leiser jetzt. Schön. Warum ist das im Menü so laut? Nee, ist es nicht. Hören wir uns einfach mal ein paar Lieder an. Warum nicht? Während wir uns ein bisschen Overton anschauen. Kann ich hier ins Wasser springen? Nö. Kann ich nicht. Seltsam flüssig hier in der Welt. Die Stadt ist wohl recht fehlerfrei. Hoch. Nachts öffne ich niemanden und euch erst recht nicht. Ja, da gibt es auch nichts groß was zu erkunden. Ne? Eigentlich haben wir schon alles entdeckt. Ah, hier waren wir noch nicht. Ui, richtig großer Markt. Wahnsinn. Gibt es ja doch recht viel zu entdecken. Was haben wir hier für einen Tempel? Svafnir.
Okay, dann lass uns doch was machen. Opferstock was spenden. Wie viele Dukaten? 10. Bitteschön. Ist vor dem Gott aber scheißegal. Müssen wir schon mehr opfern. Geizhälse. Also wir. Ja, was ist mit der Musik? Jetzt ist sie ganz weg. Ist wohl nicht so gut eingefügt ins Spiel. Doch, man hört sie, aber sie ist ultra leise. Warum ist sie auf einmal so ultra leise? Wir bleiben bei der Version. Das ist einfach ein Hammer-Soundtrack. Den höre ich mir auch so ab und zu immer wieder mal an, einfach über YouTube-Videos. Da können wir nichts falsch machen. Schade, der hervorragende dritte Teil, den fand ich ja schon immer so ultra geil. Also ich fand die alle gut, aber der kommt wohl nicht mehr als HD-Version. Menschen sind alle zu verwöhnt worden. So ein tolles Spiel. Naja. Wir wollen weiterreisen. Lass uns doch mal auf die Weltmap gehen. Liskor perfekt wäre, wenn wir direkt jetzt nach Liskor könnten. Wollen wir es hoffen? Ja, wir können. Gut, komm ruhig mit. Ein bisschen Geld verdienen, kann nicht schaden. Wow, wir sind ganz schön schnell. Es könnte natürlich sein, dass das auch irgendwie programmiert ist, dass ich mit meinem eigenen Schiff nicht erwischt werden kann. Von dem toten Schiff. Ich vielleicht normale Reisen machen? Wenn es einer weiß, schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Haben uns nämlich recht früh geholt, das eigene Schiff. Das ist eine ziemlich coole Sache. Gatehaus von Liskor. Wie hieß die Taverne, wo wir hin müssen? Seliger Stecher, kann das sein? Einhorn. Ah, nein, wir müssen nach Witsand. Verdammte Hacke. Er braucht wohl drei großartige Erlebnisse. Ach, wir sind falsch. Mist. Wir müssen nach Witsand. Da müssen wir hin. Aber warte, in Liskor können wir was anderes machen, wo wir schon hier sind. Und zwar bei Lunka reiten in Reiter in Nöten. Oh, hoffentlich ist das nicht die Zusatzquest, die so ultra schwer sein soll. Schauen wir gleich mal. Wir haben zugesagt, in Lunka reiten zu werden. Wir sollten die zurzeit vermisste Vanades Vorratzen dort hier finden. Einen ersten Hinweis erhoffen wir uns von Vanades Verwandter in Liskor. Okay. Sollten wir erstmal das machen. Quick Save. Ah, es wird sogar schon angezeigt. Folge der Minimap. Kommen wir dahinter. Ragnit Vorratsdottir. Euch öffnet eine ältere, aber immer noch attraktive Frau. Sie mag um die 50 Winter gesehen haben. Verwundert schaut sie euch an. Es waffen ihr zum Gruße, ihr wünscht. Wir sind auf der Suche nach Vanadis Vorratsdottir. Ihr seid doch mit ihr verwandt, oder? War sie in letzter Zeit vielleicht hier? Oh mein
den da besser. Mal schauen, was passiert. Was wollt ihr von meiner Nichte? Oder ist ihr etwas zugestoßen? Sie schaut euch besorgt an. Das wissen wir nicht, aber ihr Vorgesetzter macht sich große Sorgen, da sie seit Tagen überfällig ist. Er hat uns gebeten, nach ihr zu suchen. Oh Gott, dann war ihr ungutes Gefühl doch nicht unbegründet. Sie war vor einigen Wochen bei mir und hat hier übernachtet. Das macht sie öfter, wenn sie in der Gegend ist. Aber diesmal war sie irgendwie anders, so unruhig. Sie erzählte mir dann, dass sie sich verfolgt fühlte. Daher hatte sie sich vorgenommen, anders als sonst auf dieser Route, durch die Jaldor-Berge über Toss in Richtung Ribon zu reiten. Oh, das sind zu Fuß weiter. Sie hoffte auf diese Weise, ihre Verfolger, sollte sie sich diese nicht eingebildet haben, besser abschütteln zu können. Sollten wir jetzt wirklich von hier weiterreisen zu Fuß, machen wir erstmal die anderen Quests, weil wir gerade hier oben sind. Hab Dank, das wird sicherlich helfen, ihre Spur aufzunehmen. Wir werden nicht aufgeben, bis wir sie gefunden haben. Ihr müsst wissen, Vanadis ist wie eine eigene Tochter für mich. Ich habe sie aufgezogen, nachdem ihre Eltern gestorben waren. Ich bete zu den Göttern, dass es ihr gut geht. Bitte beeilt euch. Ihr verabschiedet euch von Ragnhild. Sie sieht euch noch eine Weile besorgt nach, bevor sie die Tür leise schließt. Okay. Soviel dazu. Zu Fuß weiter, was? Richtung Toss. Also in die Richtung. Und dann Tianzet. Oder runter Richtung Ribbon. Was ja jetzt zum Glück geht, da wir sehr wahrscheinlich von Toss hier so runter. Das ist aber möglich, da wir den Frühling jetzt wieder haben. Ich würde sagen, wir reisen aber erstmal weiter und machen dann hier die anderen Sachen. Wo war der Hafen? Da oben, falsche Richtung. Dung, 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 dung. Aber hier unten ist das Türchen dafür, ne? Witsand bitte einmal. Ja klar, komm mit. Bisschen Geld verdienen, kann nicht schaden. Sodele. Ach, nicht Reisekarte. Danilo di Lacara. Müssen wir den auch in der Taverne suchen nochmal auf? Es sieht so aus. Welche Taverne war das? Zweite Ortaya. Axt- und Ochsenherde. Gehen wir auf die Suche. Da kommen wir nicht durch. Mist. Kommen wir da rein. Hier gut durch. Oder von hier. Ah ja, wir können da durch. Aha, wir sind richtig. Danilo di Lacara. Danilo der Bade, von dem Haska euch erzählt hat, versucht nach wie vor in dieser Taverne, die Torwaller von seinen Kunstfertigkeiten mit der Laute zu überzeugen. Mit überschaubarem Erfolg. Ihr scheint eine willkommene Abwechslung zu sein. Denn sogleich kommt er freudig auf euch zu, als ihr die Taverne betretet. Hallo Freunde, ruft er schon von Weitem. Nun habt ihr noch mehr Heldentaten erlebt. Erzählt. Ja, wir erzählen von der Daspota-Schatzhöhle. Unglaublich! Ich wusste nicht, wie viele Wunder und Gefahren es hier in der Gegend gibt. Die Augen des Mannes leuchten und er gestikuliert überschwänglich.
Ich werde daraus ein Heldenlied erschaffen, das euren Taten würdig ist und mich hoffentlich zurück in mein geliebtes Punien bringt. Dafür trenne ich mich sogar von meiner wertvollen Laute. Hier habt ihr sie. Ihr habt sie euch redlich verdient. Freudestrahlend überreicht er euch das Musikinstrument. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich spüre die Inspiration. Ich muss mich zurückziehen und das Lied zu Papier bringen. Okay, so viel dazu. Die andere Heldentat brauchten wir gar nicht. Oh, und wir haben einen Stufenaufstieg. Den mache ich aber wohl mal alleine dann. Und jetzt müssen wir mal gerade schauen. Wir sind nämlich hier in Witzland und haben hier direkt auch noch was anderes. Oder war das auch in Liskor? Wir scheinen ihn ausreichend inspiriert zu haben, denn die Laute ist nun unser Haska, sollte so wenigstens die Chance auf eine brauchbare Vorstellung haben, wenn wir ihm die Laute übergeben. Den Strauß haben wir auch. Wo war Haskor? Wir haben ihn ohne Hilfe, der Haska hat uns meisterlich Laute in seltenen Blumen erzählt, haben wir beide, die als Beweis seiner Liebe der Tochter des Hetmanns auftreiben soll. Gegen Bezahlung. Wir sollen ihn in der Taverne Einhorn in Liskor treffen. Okay. Einhorn. Zurück nach Liskor. Der Hafen ist links von uns. Aber ich vermute, wir können da nicht durch. Also gehen wir erstmal hier lang. Und dann nach links. Ding, 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 ding. Zurück nach Liskor. Salziger Stecher. Einhorn, ganz am Ende. Ihr betretet. Der Wirt schaut euch... Ja. Nicht so hastig, meine Freunde. Wie wäre es zunächst mit einem Bier? Kurze Zeit später... Tja, ich weiß eine ganze Menge. Vielleicht... Nee, damit können wir nichts anfangen. Wirt! Haska Fjölnisor. Als ihr euch umseht, entdeckt ihr Haska an einem der hinteren Tische. Aufgeregt winkt er euch zu. Und? Habt ihr alles bekommen? Ja, beides? Hervorragend! Gut gemacht! Wie versprochen, hier ist eure Belohnung. Ich habe inzwischen auch ein Lied komponiert. Es lautet Ode an die schöne Fremde und beginnt so. Der Torwaller stimmt ein Lied an. Mein Herz flog dir zu, als ich dich im Hafen sah. Ja, besser, ich singe euch nichts vor, sonst macht der direkt den Ton aus. So schön, so lieblich, so wunderbar, dir zu Ehren bringe ich da ein Lied und Blumen sonderbar. Dann lasst uns hoffen, dass die Laute euch hilft. Schlechter kann es kaum noch werden. Sehr modern. Es klingt einzigartig. Es gefällt euch? Gut, es hat mich Tage gekostet. Der Torwaller strahlt und hat eine stolz geschwellte Brust. Er überreicht euch 10 Dukaten, bevor er sagt, lasst uns hoffen, dass ihr es auch mögen wird. Ich treffe euch beim Haus des Hetmanns, dann könnt ihr euch selbst überzeugen, wie lieblich sie ist. Ach du je. Noch bevor ihr ihn warnen könnt, dass er sich seine Komposition noch einmal durch den Kopf gehen lassen sollte, ist Haska aufgesprungen und zur Tür hinausgestürmt. Mist, hab ich einen Fehler gemacht? Das ist immer noch nicht besonders. Raus hier. Ich hätte ihm vielleicht die Wahrheit sagen sollen. Das war ja schrecklich. Als ihr das Haus betretet, seht ihr, wie Haska sich gerade mit dem Hetmann unterhält. Der Torwaller hat den Strauß Blumen und die Laute in der Hand und sieht nicht gerade glücklich aus. Was meint ihr, sie ist unabkömmlich? Nun, meine Tochter hat ein eher wankelmütiges Wesen. Es tut mir sehr leid, falls sie euch falsche Hoffnungen gemacht haben sollte. Der Hetmann hebt beschwichtigend die Arme, aber...
Vater! Noch bevor Haska seinen Satz zu Ende sprechen kann, stürmt eine gut gebaute Torvalaran in den Raum. Ihre feuerroten Locken wirbeln durch die Luft, als sie sich wutschnaubend und mit blitzenden Augen vor dem Hetman aufbaut. Svenja ist schon wieder mit dem Stallburschen durchgebrannt. Ich hab's langsam satt, dauernd neue Stallburschen einzustellen, weil sie sich wieder mal Hals über Kopf verliebt hat. Aber, Ragnar, wir haben Gäste. Ich bin mir sicher, dass deine Schwester ihre Gründe hat. Und war er gerade auch noch mit Haska beschäftigt, versucht der Hetman nun seine Tochter zu beschwichtigen. Mir doch egal. Ich gehe mir jetzt selber mein Pferd satteln und dann ein paar Wölfe jagen. Die Hirten im Unland haben sich beschwert, dass schon wieder Schafe gerissen worden sind. Irgendwer muss sich hier ja schließlich etwas Sinnvolles tun, wenn die gute Svenja wieder mal nur Kunst im Kopf hat. Die Torvalarin betont die letzten Worte recht abschätzig. Haska hat die Szene sprachlos verfolgt. Euch fällt auf, wie auf einmal die Ohren des Torvalars rot leuchten. Gerade wollt ihr ihn fragen, ob es ihm gut geht, da drückt er euch verstohlen die Laute und den Blumenstrauß in die Hand. Hier, nehmt das, ich brauch das Zeug nicht mehr. Anschließend räuspert er sich. Holdemaid, darf ich euch bei dieser schwierigen Aufgabe zur Seite stehen? Mein Name ist Haska und ich würde mich freuen, wenn ich euch begleiten dürfte. Ragnar starrt ihn kurz sprachlos an. Dann fängt sie sich und fährt Haska an. Spart euch eure Holdemaid und hört auf, so geschwollen zu reden. Könnt ihr ein Pferd satteln? Dann kommt mit. Ihr habt sicher gehört, wir haben derzeit mal wieder keinen Stallburschen. Wütend zieht sie von dann den schmachtenden Haska im Schlepptau. Ihr könnt nun mehr verwundert den Kopf schütteln. Rajas Wege sind scheinbar unergründlich. So, jetzt haben wir den Klangblumenstrauß wieder. Und wir haben die meisterliche Laute. So viel dazu. Und wir haben ein weiteres Level Up. Klangglockenblumen aus dem verwunschenen Waldstück. Geschützt von einer Dryade, ja. Sie kann musizieren, aber sie hat ja ihr eigenes Instrument. Nun denn, dann lasst uns mal schauen, was jetzt beim Questlog steht. Ein Hoch auf die Liebe ist beendet. Also haben wir nur noch das Totenschiff und den bei Lonka reitende Nöten. Haben wir erfahren, dass Vanadis sich verfolgt fühlte und daher einen riskanteren Weg, nämlich durch die Jaldor-Berge über Toss in Richtung Rybor nehmen wollte. Da müssen wir jetzt hin. Witzand, Overton, Tianset. Müssen wir wohl Witzand nehmen, was? Nee, wir müssen jetzt von hier von Lisko einfach runterrennen nach Toss. Naja, so müssen wir es machen. Toss und dann runter nach Rybor. Okay. Machen wir das doch mal. Nein. Haben verlassen. Das Schiff bleibt hier. So, dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen Break. Bis demnächst, euer Chojin.